Donner, Blitz und Wolken kommen aus dem Himmel und lösen sich wieder auf im Himmel. Regenbogen, Nebel und Dunst kommen aus dem Raum und lösen sich wieder auf im Raum. Gedanken kommen aus dem Allgrund des Geistes und lösen sich wieder auf im Allgrund des Geistes. In einer Höhle am Westhang des Berges Kailash, tief im Himalaya, sitzt ein Einsiedler und rezitiert. Es ist Winter, eisiger Frost herrscht in dieser Höhe, mehr als 4000 Meter über dem Meeresspiegel. Der Eremit lebt schon seit Jahren hier, völlig zurückgezogen. Die Kleider am Leib sind ihm zu Fetzen zerfallen. Zu essen hat er seit Monaten nichts weiter als einen Vorrat von Brennnesseln, die er im Sommer vor der Höhle sammelt. Entsprechend sieht der Einsiedler aus. Sogar die Räuber, die eines Tages in seiner Höhle auftauchen, erschrecken vor ihm. Wenn du von solcher Nahrung lebst, dann ist es kein Wunder, dass dein Körper elend ist. Du siehst ja nicht mehr wie ein Mensch aus. Du bist das erbarmungswürdigste Wesen auf der ganzen Welt. Sag das nicht, meine Freunde. Ich bin einer der glücklichsten unter allen, die das menschliche Leben empfingen. Nun, da ich alles weltliche Streben aufgegeben habe, empfange ich äußeren und inneren Frieden. Was die Räuber nicht ahnen können, sie haben den großen Milarepa vor sich. Bevor er der große Milarepa wurde, gewissermaßen. Bevor er seine Einsiedelei verließ und sich wieder den Menschen zuwandte, um für sie zu singen und sie zu lehren. Unter allen Yogi-Heiligen ist er derjenige, den die Tibeter am meisten lieben. Bis heute pilgern sie zu den Höhlen, in denen er Unterschlupf gefunden hat. Das liegt wesentlich daran, dass Milarepa so menschlich erscheint. In seinen erhaltenen Liedern, aber auch in seiner Lebensgeschichte, tritt uns ein Mensch entgegen, der ganz schwach ist am Anfang und voller Leidenschaften. Ein gewöhnlicher Bauernjunge, der sich in Schuld verstrickt, als früh sein Vater stirbt und seine Familie verarmt. Im Sommer mussten wir auf dem Feld arbeiten für meinen Onkel. Im Winter als Wollspinner für meine Tante. Das Essen, das man uns gab, war nicht besser als das Futter für die Hunde. Voll Blasen und Risse waren unsere Hände und Füße von der schweren Mühsal. Durch einen Zwist in der Sippe hat Milarepas Familie alles verloren. Um seine Mutter zu rächen, lernt der aufgeweckte Junge bei einem Schamanen schwarze Magie und hat es darin weit gebracht. Bevor Milarepa ein Heiliger werden kann, wird er ein Zauberer. Und keiner von den Guten. Durch eine gemurmelte Beschwörung bringt er ein Haus zum Einsturz. Mehr als 30 Menschen kommen ums Leben. Und damit ist der Rachefeldzug des Schwarzmagiers nicht zu Ende. Blitzschnell zog eine große schwarze Wolke am Himmel zusammen. Und als sie sich verdichtet hatte, brach ein heftiger Hagel los und zerstörte jede einzelne Getreideähre auf dem Felde. Das Landvolk, das seiner Ernte beraubt war, begann ein großes Wehklagen. In schwere Schuld hat Milarepa sich verstrickt bei seinen Rachefeldzügen. Kann ein solcher Mensch noch Heiligkeit erlangen? Milarepa wird das gelingen, weil er bereit ist, sich selbst völlig aufzugeben. Sein Lehrer Marpa ist es, der ihm dabei hilft. Er hütet die Lehre von Mahamudra, eine mystische Übung, die jeden zum Erwachen bringt, wenn er sich völlig aufgibt. Und das wird Milarepa lernen bei Marpa, der ihm immer wieder sinnlos erscheinende Aufträge gibt. So soll der Schüler ihm ein Haus bauen auf dem Bergkamm im Westen, und es wieder einreißen. Milarepa baut ein zweites im Osten. Auch das muss er wieder einreißen, fordert Marpa gut gelaunt. Mein großer Zauberer, das letzte Mal, als ich dir den Befehl zu diesem Hause gab, muss ich ein wenig zu viel getrunken haben. Es war offensichtlich ein völliger Fehler. Aber jetzt sollst du mir hier ein schönes Haus bauen. Die Wohnung eines Mystikers muss dreieckig sein. Darum baue ein solches Gebäude. Man ahnt schon, auch dieses Haus muss Milarepa wieder einreißen. Eine Erfahrung radikaler Sinnlosigkeit. Am Ende ist er völlig zerschunden, sein Leib übersät mit Wunden, die nicht heilen wollen. Und ganz und gar verzweifelt, je die Lehre von Mahamudra zu erhalten, die ihn retten könnte. Das ist der Augenblick, in dem Marpa ihn einweiht.
und damit den letzten großen Wandel in Milarepa auslöst, der ein Bauernjunge war, ein Schwarzmagier, ein Hausbauer und ein Verzweifelter. Und all das sein musste, um sich selbst finden zu können in der Meditation am Berg Kailash. Hey,